So, also ich bin jetzt in Tosantos. Das ist 12 Kilometer nach Burgos. Hab also meinen Plan, ja, ich zitter, man merkt sich, es ist kalt. Morgen und übermorgen soll es regnen, sogar gewittern. Und heute werde ich das Video mal so machen, dass ich nur sage, was ich gelernt habe. Und keine Tipps für Pilger. Einfach, um auch zu sagen, man kann auch mal alle Fünfe gerade sein lassen und man muss nicht immer irgendwas machen oder sagen oder tun. Ich versuche mal aufzustehen, damit ich vielleicht nicht so zitter, vielleicht bleibe ich dann ruhiger. Heute habe ich für mich nämlich was Wichtiges gelernt, was ich. Ich habe ja nichts erwartet. Und das ist vielleicht der Pilgertipp, den ich geben kann. Das ist vielleicht wirklich der einzige Pilgertipp, den ich für heute geben kann und möchte. Ich habe heute gelernt, auf dem Weg, für mich selbst, dass es einfach besser ist, manchmal nichts oder nicht so viel zu erwarten. Weil wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden. Sei es von Begebenheiten, Abenteuern, irgendwas, wovon man viel mehr sich versprochen hat, dann wird man am Ende enttäuscht. Natürlich sagt man, Optimisten sind fröhliche Menschen. Aber man kann auch nicht immer nur optimistisch sein und immer nur das Beste erwarten und das Beste hoffen. Nee, ich bin diesen Weg dieses Jahr angegangen, ohne Erwartung, Hoffnung, ohne irgendwas lernen zu wollen. Das kommt von selbst. Ich lasse es auf mich zukommen. Das war so das, womit ich hierher gekommen bin. Und habe dann für mich gelernt, dass ich zu Hause, bei mir zu Hause, oft enttäuscht bin von Begebenheiten, von Menschen, weil ich eine Gegenleistung erwarte. Weil ich erwarte, wenn ich etwas Gutes tue, aus reiner Nächstenliebe, dass ich dann früher oder später von genau der Person auch was zurückbekomme. Und weil das meistens nicht der Fall ist, bin ich am Ende enttäuscht und will vielleicht mit der Person nichts mehr zu tun haben oder habe Vorurteile oder denke anders über die Person hinterher. Ja, das habe ich heute für mich jetzt ein Stück weit abgelegt. Und jetzt habe ich hier gerade eine Person, Diana aus Heilbronn, Landwirtin, hat vor 20 Jahren oder so, war 20 Jahre mit ihrem Mann auch zusammen, der ist vor 10 oder 15, 16 Jahren gestorben. Und sie hat für sich dort eine Chance gesehen. Nicht den Verlust. Es war nicht der Grund, hat sie gesagt, weswegen sie gegangen ist, sondern es war für sie eine Chance, neu anzufangen, nicht weil sie ihren Mann nicht geliebt hat oder weil er sie behindert hat, sondern einfach, das alleine noch das Beste aus seinem Leben zu machen. Und fand ich wunderschön. Sie sagte auch sowas wie, dass Leute das Wort Stress völlig falsch verwenden. Weil Stress, sagte sie, gibt es nur körperlich. Wenn man jetzt Arbeit hat und man ist im Stress, dann hat man keinen Stress, sondern man hat einfach nur viel Arbeit. Und Stress machen sich die Leute selber. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen abgedriftet, okay. Es geht ja um keine Erwartungen haben. Ja, und ich erwarte jetzt einfach auch nicht mehr, dass irgendwer irgendwas für mich tut. Weil wenn keiner was für mich tut, bin ich hinterher auch nicht enttäuscht. Was nicht heißt, dass ich nichts mehr für Leute tue, aber ich erwarte keine Gegenleistung mehr. Das ist eigentlich eine Lektion, die ich hätte letztes Jahr schon lernen müssen, die ich aber nicht gelernt habe. Aber dieses Jahr kam mir das einfach so auf den Weg. Und ich werde das jetzt mitnehmen, um demnächst einfach weniger enttäuscht zu sein von Menschen. Und es geht mir gut damit. Ich habe sie jetzt, ohne dass sie es wollte oder
Es war hinterher peinlich oder ich wollte sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen, aber ich habe sie dann zum Essen eingeladen. Also wir hatten bestellt, ich wollte dann bezahlen, das habe ich auch gemacht. Direkt für uns beide. Weil aus reiner Nächstenliebe. Sie wollte dann das so nicht akzeptieren. Ich habe ihr gesagt, sie soll das jetzt akzeptieren. Ich möchte das so. Einfach nur, um zu testen, ob ich eine Gegenleistung dafür möchte. Und naja, sie hat gesagt, okay, sie nimmt es an. Aber wenn ich mal irgendwas brauche, falls man sich dann nochmal sieht, weil sie ja schon alte, rüstige Dame ist, die jetzt nicht so viel läuft oder sehr langsam läuft. Also ich habe sie jetzt gesehen gestern in San Juan und heute halt wieder. Das heißt, wir sind da so ungefähr dieselben Etappen gelaufen. Und sie meinte, ob sie mir denn irgendwas Gutes tun könnte. Ja, meine Verbandsmaterial ist alle, das hat sie jetzt nicht, aber sie hätte noch Tape. Ob sie mir das denn geben dürfte? Ich habe es nicht erwartet. Es wird auch nicht jeder so sein wie sie, der das wichtig ist, das so zu machen. Aber ihr war es jetzt wichtig. Und ich nehme es an. Und das ist vielleicht auch eine Lektion oder eine Pilgerweisheit, die ich letztes und dieses Jahr gelernt habe, Dinge anzunehmen. Nicht nur Dinge zu geben oder als gegeben hinzunehmen, sondern auch Dinge anzunehmen, sind auch Sachen, die man einfach lernen muss, ohne schlechtem Gewissen Dinge anzunehmen. Mir wurde beispielsweise heute von der Susanne, da waren wir in Burgos, bei einem Mexikaner, sie hatten mich auf die Cola eingeladen, ohne dass ich. Und sie hat jetzt auch nicht von mir irgendwas bekommen dafür. Ich bin in der Hoffnung, ich sehe sie noch mal wieder und kann mich revanchieren, aber ist es nicht so, wird sie vielleicht von der nächsten Person, die sie trifft, auf eine Cola eingeladen. Hoffe ich für sie. Und wenn ich sie wiedersehe, lade ich sie auf was ein. So wie ich jetzt für Diana das Essen ausgegeben habe und hoffe, dass das für mich vielleicht auch mal jemand macht, weil er mich so wahnsinnig sympathisch findet. Ja. Ja, ich muss lachen, hat er selber gemerkt. Ja. Was ich also sagen muss, also die Herbergen, die ersten beiden waren voll. Bin jetzt in der städtischen auf Spendenbasis, das habe ich glaube ich vorhin schon erzählt. Und hola, buenas tardes. Gracias. Ja, will damit jetzt auch das Video beschließen. Habt also, nein, ja, das Video beschließen, aber das neue Video für den neuen Tag ja anfangen. Für morgen dann? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es mache jetzt gerade. Doch, nee, das ist das Video, wo ich jetzt bin. Damit fange ich mal an. So, also, ich schneide ja jetzt hier nichts zusammen, deswegen weiß ich es nicht so genau. Nee, das ist genau das Video, wo will ich ja dann den neuen Tag, Tag 6, glaube ich, dann anfangen. Und wie gesagt, Tosantos, nicht Burgos. Und jetzt steht mir frei, weil ich jetzt schon 12 Kilometer mehr gelaufen bin, was ich denn die nächsten Tage mache. Lass mich überraschen. Ziel morgen wird wahrscheinlich Ordanas sein, aber möglicherweise auch einfach nur 10 Kilometer nach Hoyos de Camino, passt dann auch. Ist okay. Schauen wir mal. Also, bis dahin. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught up. Ich sitze jetzt hier am Frühstückstisch und ja, habe mir jetzt Frühstück bestellt für 3 Euro. Dann geht es gleich los. Ich weiß noch nicht, ob alleine oder ob ich mit Anna laufe. Wird sich zeigen. Ja, wollen wir mal schauen, wie der Tag so startet. Ich weiß es noch nicht. Sind 22 Kilometer, glaube ich, bis Burgos. Die mache ich auf jeden Fall. Und je nachdem, wie die Herbergslage dort ist, laufe ich vielleicht noch weiter. Wir werden sehen. Erstmal frühstücken und dann kommen wir nochmal durch. So, jetzt nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Zum
Abschluss des gestrigen Videos dann quasi. Also die Herberge war schön. Die Zimmer waren auch gut. Jetzt habe ich gerade gefrühstückt. Alles, was man haben wollte, für 3 Euro insgesamt. Und das war sehr günstig. Ich hatte einen Milchkaffee, einen Orangensaft, 3 Toast mit Marmelade, Butter und so 2 kleine Kuchen. War Weltklasse für den Anfang. Normalerweise gehe ich ja ohne Frühstück los. Heute habe ich meine Ausnahme gemacht. Die Anna war dann auch wach. Den Wolfgang habe ich noch getroffen. Und die Susanne, sehr nettes Mädel, 35 Jahre alt. Ja, jetzt gehe ich los. Heute soll es dann bis Burgos gehen. Wahrscheinlich nicht darüber hinaus, weil das wären dann nochmal so 10. Dann wäre ich wieder bei so fast 32 Kilometer. Und das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel heute. Mal ein bisschen ruhiger es angehen lassen. Und jetzt fährt hier gerade ein Bus an mir vorbei. Helge El Pachar hieß sie. Alles schön mit Holz verkleidet. Viele sanitäre Anlagen. War großartig. Zu Abend gegessen haben wir nicht viel. Nur so Empanadas und eine Cola für zusammen 4 Euro. Ich hatte ja den Tag über genug gegessen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie das hier heute weitergeht. Das ist der Weg. Und ich melde mich dann später. Und ja, alles über den heutigen Tag erfahrt ihr dann in dem Video vom nächsten Tag. Also, macht's gut. So, ich laufe jetzt gerade auf Atapuerta zu. Auf Atapuerta zu. auch bekannt als die Stadt der ersten, als die Heimat der ersten Europäer. Weil hier in der Nähe in Höhlen 800.000 Jahre alte menschliche Überreste gefunden wurden. Und ja, also ich persönlich finde es sehr interessant, aber vielleicht nicht für jeden was. Man kann ja auch Ausflüge mit dem Bus in Höhlen machen. Ich habe jetzt von hier aus keine Ahnung, wo das sein könnte, irgendwo vielleicht da hinten in den Bergen. Ansonsten haben die da auch ein archäologisches Museum, was man kostenlos besuchen kann. Allerdings ist es dafür jetzt ein bisschen zu früh. Das werde ich also nicht machen. Und ja, ich muss jetzt hier erstmal gerade die Autos vorbeilassen. Einmal dies da hinten und einmal den Laster, der da gerade kam. Haben sich genau da gekreuzt, wo ich gelaufen bin. Da musste ich kurz stehen bleiben. Obwohl die hier auch sehr viel Rücksicht nehmen, muss man dazu sagen. Ja, da bin ich jetzt angekommen, das ist das erste Dorf nach meinem Aufenthaltsort. Und da oben ist auch eine Burg. Da. Ja, über dieses rechts, links, ne, da habe ich so eine kleine Schwäche. Naja, wir sind ein paar Leute auf der Strecke. Ich bin hier heute auch etwas später los. Wir haben schon 8. Und ich erreiche jetzt erst das erste Dorf. Normalerweise war das schon so. Na gut, das war jetzt auch nah dran. Normalerweise war das sonst auch so 7 oder 8 Uhr. Und da war ich um 9 schon im zweiten Dorf. Das schaffe ich heute nicht, weil von hier aus das nächste ist erst in 10 Kilometern circa. Und ja, da braucht man schon 2 Stunden mindestens. Ne? Aber das macht ja nichts. Und dann nochmal 11 bis Burgos. Also von hier aus jetzt noch 21. Ist jetzt nicht so die Monster-Etappe, wie ich sie sonst hatte. Mal ein bisschen ruhiger also. Und die nächsten Tage werden ähnlich, weil ja, danach kommen dann wieder ein paar. Vor allem im zweiten Streckenabschnitt ab Leon, den ich ja letztes Jahr schon gelaufen bin, habe ich ein paar längere Etappen eingebaut, weil ich nun da ja erstens mal schon kenne und zweitens auch weiß, wo ich nicht wieder hin muss. Und drittens mir ausgeguckt habe letztes Jahr oder mich meine zu erinnern, wo es besonders schön war und wo ich gerne geblieben wäre, wenn ich nicht nach meinem Plan gelaufen wäre. Dieses habe ich wieder einen Plan, klar, aber den habe ich anders geschrieben als letztes Jahr, sodass ich nur in die schönsten Herbergen quasi vom letzten Jahr wieder hingehe und andere umlaufe. Die längste Etappe wird wohl werden von Leon nach Hospital d'Orbigo.
Das war das mit der Brücke. Wenn man die Videos vom letzten Jahr nicht gesehen hat, der kann sich die auch gerne nochmal reinziehen. Zu empfehlen ist auf jeden Fall, also es ist irgendwie, ich war letztes Jahr unausgeglichener, war ein bisschen lustiger drauf, na, um vielleicht davon abzulenken, wie beschissen es mir da noch gegangen ist. Dieses Jahr ist das anders. Ich will jetzt gar nicht versuchen, irgendwie lustig zu sein, weil ich bin eigentlich voll ausgeglichen mit mir selbst einigermaßen, was heißt einigermaßen, eigentlich schon sehr zufrieden, wie es gerade ist, sorry. Ja, deswegen, also das vom letzten Jahr ist nicht zu toppen mit der Truppe, also da haben wir uns echt gefunden, das war echt genial, das haben hier einige auch. Ich bin jetzt wieder alleine gestartet, ich habe die Anna zwar noch gesehen, habe ich auch schon erzählt, glaube ich, und den Wolfgang auch, aber ich bin trotzdem alleine los, weil ich hatte keinen Bock mehr zu warten. Und bin ja, komme ja noch später los. Und so wie, ja, also es haben hier schon eine Person auf dem Flur geschlafen, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Und wer weiß, wie die Situation denn ist, wenn ich in Burgos bin. Ob ich dann noch einen Platz bekomme, weil das ja auch ein Touristenmagnet ist, wo Leute einfach nur hinkommen mit Bus oder so oder einfach nur so. Zug oder so und sich da aufhalten und sich nur da aufhalten und den Weg gar nicht gehen. Das heißt, da ist es dann noch voller. Einige hier laufen in Etappen, das weiß ich. Die hören in Burgos schon auf. Und andere wahrscheinlich, die letztes Jahr bis Burgos gegangen sind, fangen ab Burgos wieder an. Das heißt, es gibt einen kleinen Wechsel der Leute. Was jetzt auch nicht so schlecht ist. Vielleicht treffe ich ja den ein oder anderen Seelenverwandten, mit dem ich dann auch mal 2-3 Tage länger unterwegs bin vielleicht. Weil das fehlt mir dann doch noch ein bisschen, dass man hier einen Menschen nicht nur einen halben Tag kennenlernt oder einen Abend, sondern mal so wie letztes Jahr auch über längeren Zeitraum sich ein bisschen intensiver unterhält. Naja, dann schaue ich mal weiter. Und wenn ich wieder was zu labern habe, laber ich. Kennst mich. So, ich befinde mich jetzt hier an dem Holzkreuz, der höchste Punkt meiner heutigen Etappe. Einer der höchsten Punkte, die es auf dem Camino gibt, glaube ich. Aber nicht der höchste, das ist natürlich das Cruz de Fierro. Wir sind hier auf 1108 Metern, soweit ich mich nicht irre. Und ein gutes Stück ist schon geschafft. Bis Burgos dürften das nochmal so 15 Kilometer sein, ungefähr, ich weiß es aber nicht genau. Muss ich gleich nochmal gucken. Wollte ich auf jeden Fall gezeigt haben, das Holzkreuz. Und jetzt gehen wir mal weiter. So, ich fahre jetzt hier an einem Punkt, der im Wanderführer beschrieben ist. Irgendwann nach dem Kreuz und dem Abstieg über einen Kilometer oder so, die Piste hinunter, die Schotterpiste mit den ganzen Steinen, kommt man immer an einen Punkt mit zwei Wegalternativen. Einmal runter durch Willowall. Das ist die Strecke, die ich genommen habe. Und zwar ist da vorne Willowall. Sieht von hier aus dann so aus, dass man da oben, ja, entscheiden durfte. Und im Buch wird empfohlen, über Willowall zu laufen. Und es scheint mir auf der Karte auch ein bisschen minimal kürzer zu sein. Kann mir allerdings auch durchaus vorstellen, dass wenn man jetzt oben lang gelaufen wäre, die Aussicht ein kleines bisschen besser wäre. Weil ich sehe von hier aus jetzt halt nicht über den Berg. Bin runter ins Tal gelaufen, wenn ich mich umdrehe. Ich habe oben mehr laufen sehen als hier unten. Vermute mal, die ganzen Deutschen müssten, wenn sie der Empfehlung folgen, hier unten langlaufen. Aber ich sehe nur oben welche lang gehen. Außer mir unten lang gelaufen sind nur noch so drei, ich weiß nicht, ob das Franzosen oder Italiener waren. Dafür haben sie mir einfach zu schnell und zu undeutlich gesprochen, dass ich es raushören konnte. Die sind jetzt hier auch noch lang gegangen. Prinzipiell ist es derselbe Weg.
Beides ausgeschildert auch. Gucken wir mal. Ich kann es ja leider hinterher nicht sagen, welcher Weg nun besser war. Dafür müsste ich jetzt zurücklaufen und dann nochmal oben lang gehen. Und das ist mir dann auch zu blöd. Das wären ja 3 Kilometer oder was, dass ich da mehr laufe. Muss ich nicht haben. Warum laufe ich jetzt durch Willowall? Also eine Pause werde ich da jetzt nicht machen, weil eigentlich sehne ich mich gerade ein bisschen nach einer guten Gesellschaft. Und wenn jetzt so viele oben langlaufen, könnte ich doch den einen oder anderen verpassen. Deswegen werde ich da, wo sich die Wege wieder kreuzen, versuchen jetzt zu erreichen. Und dann ist da Castaneda, glaube ich, heißt das Dorf. Da treffen beide Wege auf jeden Fall zusammen. Das heißt, wenn ich da dann eine Pause mache, vielleicht eine Cola trinke, werde ich auf jeden Fall Leute treffen. Und ich war jetzt auch dadurch, dass ich oben am Kreuz ein bisschen Pause gemacht habe. Und von dort aus konnte man schon Burgos sehen, das habe ich auch gefilmt. Und dadurch, dass ich jetzt gerade meine Muschel neu befestigt habe, die mich genervt hat, weil die so rumgeschlingert und dieses Kling-Kling, leck mich am Arsch, muss ich nicht haben. Deswegen habe ich ein bisschen Zeit gebraucht und ja, den Leuten hinter mir quasi jetzt die Möglichkeit gegeben, ein paar Meter auf mich gut zu machen. Und wenn ich dann jetzt noch eine Pause mache in Castaneda, wenn das so heißt, ich glaube, das heißt so, dann könnte ich den einen oder anderen dann doch über den Weg laufen, über kurz oder lang. Und darauf freue ich mich. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, der Plan ist ja mal voll aufgegangen. Da hinten war ein wunderschönes Lokal. Ich habe ein wunderschönes, wunderhübsches zweites Frühstück bekommen. Mit einem Schokopudding-Teilchen und einem Pudding-Brezel und 2 Cola. Eine davon habe ich noch mitgenommen für den Weg, weil das Wasser dann doch ein bisschen nach Chlor schmeckt. Deswegen war Wolfgang wieder getroffen. Da kam der Marc mit Lola und Susanne, die jetzt vor mir geht. Und auch Anna, kurz gesehen. Den Günther. Also es war rundum ein tolles zweites Frühstück. Vielleicht ein bisschen viel gegessen, aber das ist okay. Ja, und dann geht es jetzt wieder auf, ne? Und keine Ahnung, wo ich jetzt bin und wie weit ich noch muss. Ist mir auch egal. Irgendwann werde ich Burgos erreichen. Und ich überlege, bei so einem schönen Tag und meine Verfassung ist echt toll, ob ich vielleicht darüber hinauslaufe. Wären dann zwar nochmal 10 Kilometern, wäre ich heute bei wieder so 33 oder so. Aber nur abwarten, vielleicht mache ich das. Dorime. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, timere, mantiro, mantiremo. Ameno. Omanare imperavi munare, ameno, omanare imperavi munare, ameno, ameno, dore,
das war die Kathedrale. Die habe ich noch mal reingezogen. Allerdings, wenn ich jetzt mal alles von diesem deutschen Führer angehört hätte, dann ja, wäre es dann doch ein bisschen zu lang geworden. Also ich bin da mal durchgehuscht. Habe mir auch gedacht, von diesen Ausstellungsstücken, die ich gefilmt habe, in diesem Kathedralmuseum, was würde das wohl, wenn das so von 14, 1500 ist, aus Gold, was würde das wohl bei Bares für Rares bringen? Eine ganze Menge. Naja, aber ja, jetzt gehe ich noch die letzten knapp 12 Kilometer dann doch. Wir haben aber schon 2:30. Das heißt, ich bin um 4:30 erst da. Dass das nicht ein bisschen knapp wird mit der Herberge, das weiß ich nicht. Aber ist jetzt auch egal. Ich habe mich jetzt entschlossen und ich versuche das jetzt. Und ob das klappt, werden wir sehen. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ja, das wird dann mies, aber ich werde schon irgendwas finden. So, ich bin jetzt angekommen in Tosantos. Heute, da werde ich ja noch später nochmal das Video machen, was ich dann normalerweise mache, wenn ich angekommen bin. Das ist es jetzt nicht. Ich suche jetzt hier erstmal nach einer Möglichkeit, mir irgendwas zu kaufen, zu holen. Denn das Bittere war nämlich, beide Herbergen, in die ich in diesem Dorf hätte gehen können, waren komplett voll. Dann hatte ich mich schon einmal abgefunden, nochmal 2,3 Kilometer zu gehen und dort dasselbe zu hören. Weshalb ich dann aber links die städtische Herberge gefunden habe, die diesmal auf Spendenbasis ist. In sowas war ich noch nie. Es ist einfach, es ist klein, es ist okay. Kann man mal machen. Spendenbasis heißt, ich kann geben, was ich möchte. Da gibt man natürlich auch irgendwas. Also die im Buch, in dem deutschen Wanderführer steht drin, die wollen da so 5 Euro haben. Und ja, die werde ich dann auch morgen früh auch reinwerfen. Und dann, ja, dann soll auch gut sein. Naja, das war es dann erstmal von
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed.